Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Forever Alone Island und wir befinden uns in der 1.5 jetzt. Ich habe den Shader installiert für ein anderes Projekt aber eigentlich. Und nicht für hier eigentlich und so. Das Projekt kennen bzw. werden vielleicht manche jetzt wissen, was für ein Projekt. Aber ich werde es hier nicht sagen, also es kommt aber bald das Projekt. So, gut, ich muss hier mal aufnehmen, weil wegen ich gar keine Videos haben tun, weil wegen ich keine Zeit habe. Gutes Deutsch. Genau, also ich habe keine Zeit, gerade wirklich, weil ich im Praktikum bin und da meist dann erst um 6 Uhr zu Hause bin und ich da dann meist wenig Lust habe, noch aufzunehmen. Jetzt habe ich aber irgendwie noch ein bisschen Lust, also nutze ich die Lust, wie auch immer. Ja, okay, wir haben hier nicht mehr so viel Sachen. Ich werde einfach mal kurz gucken. Wir brauchen ja auch noch... Ach so, ups, hier ist ja unser Zeug. Ich werde einfach noch mal kurz gucken, weil wir brauchen ja auch dann Leder für unsere Bücher. Und deswegen müsst ihr dann mal hier so ein bisschen euch fortpflanzen, würde ich mal so sagen, ne? Was geht das eigentlich auch? Oh Mann, ihr seid scheiße. Oh Mann. So ein Mischling zwischen Pilz und normaler Kuh wird auch hammergeil. Alles klar, okay. Wir können weiter träumen. Und auch weiter träumen davon, dass da jetzt was rauskommt. Ja. Die Kaktusfarm war fail. Das gebe ich zu. Das gebe ich ganz offen und ehrlich zu. So, warte mal, wie ging das jetzt nochmal so? Ich brauche eh ein bisschen mehr. Weil... so. Also dann so, ne? Okay, warte. Das müssen wir nochmal weg. Und dann so. So wäre die Farm richtig. Bin ich da wirklich richtig? Dass es so funktioniert. Weil ich habe mir echt noch ein Video angeguckt, wo jemand eine Kaktusfarm gebaut hat. Und da war das genauso. Dass die an diesen Kanten hier so waren. Naja, wenn der Kaktus wächst, dann fällt es ab. Irgendwie so halt, ne? Dann bezüglich der Monsterfalle. Oh, jetzt bin ich gegen meinen Popschutz gekommen. Sorry. Bezüglich der Monsterfalle. Und zwar hat man mir gesagt, dass ich keine Monsterfalle bauen soll, weil man hier anscheinend nochmal irgendwo eine bauen muss. Also wird einem vorgetragen, irgendwie an einem Schild. Ich kann mir vorstellen, halt hier, ne? Und die halt ihr dann gesagt habt, ja, wäre eine Verschwendung oder so. Also ob ich jetzt dann nochmal eine bauen will, wenn ich's... Ja, okay, ihr wisst, was ich denke, ich meine so. Alles klar, das Haus müssen wir noch fertig bauen, aber... Obwohl, das mache ich eigentlich mal schnell. Ich brauche nur ein bisschen Holz. Alles klar, dann hole ich schnell ein bisschen Holz. So, hallo Schäfchen. Es geht ab. Mäh. Mäh und so, ne? Mäh. Es ist geil. Geiles Wetter heute, gell? Ja. Ja, gell? Ja. Gott, bin ich forever alone. Ich rede schon mit Schafen. Okay. Gut. So, ich finde den Shader auf jeden Fall wesentlich besser. Ja, ich sag einfach auch nochmal hier in dem Video, weil ich in dem anderen Video, wo ich aufgenommen habe, habe ich das auch nochmal gesagt, von wem der Shader ist. Der letzte Shader, den ich hatte, das war ja auch schon eine konfigurierte Version von Braycraft. Braycraft TV, wenn ich genau bin. Und das hier ist auch wieder das Shader-Zeug von Bray. Ja, er hat es ja zum Download bereitgestellt und so, also, ja. Ich bedanke mich bei Bray, dass er sowas kann. Alles klar, gut, ich kann nämlich sowas überhaupt nicht. Beziehungsweise ich müsste mich damit übelst lange auseinandersetzen, dann könnte ich es vielleicht. So. Das wollten wir ja so machen, ne? Jojo. So. Zack. Und dann auch mal hier noch. So. Und dann hier wieder hoch. Komm schon, so. So, und jetzt muss ich kurz mal überlegen, wie ich es hier machen werde. Ich glaube, auch einfach wegmachen. Und so hinmachen, so.
So, und dann halt hier Linie, bla und so. So, soll ich da vielleicht noch Boden rein? Ja, ich glaube, das mache ich so. Ups, da kommt der Kabelstein hin. Okay. Okay, dann brauchen wir, aua, noch mehr Cleanstone. Oh Gott, haben wir hier. Oh, wie schön. Dian. Das brauche ich. Dian. Dian brauche ich. Noch eine Leiter. Und ja. Das war's. Boah, sieht das scheiße aus. ich habe ja nicht gesagt, dass es gut aussieht. So. Egal. Es geht ja auch überhaupt nicht darum, dass es gut aussieht. Irgendwie so, ne? So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und dann machen wir es noch hier hin. Dann wäre ich dafür, dass wir das so machen. Ja, doch. Ich find's gut so. Verdammt, zu viel, egal. Scheiß drauf. So. Ja, ist voll egal. Machen wir einfach mal so. Ich teste einfach mal irgendwas aus. Es sieht so oder so scheiße aus, aber das ist mir egal bei diesem Projekt. Bei diesem Projekt geht es mir hier nur darum, die Sachen zu erfüllen. So. Und nicht, dass es gut aussieht. Ist auch ein gutes Ziel, finde ich. So. Ja, das tue ich kurz nochmal weg, weil dann brauche ich jetzt Fackeln und nom 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 nom, so hier Sand will ich haben. Ich will Sand haben. Oh, das Gras ist, ich glaube, das stoppt hier, ne? Das ist very doof. Der Gras muss weiter wachsen. Ey, muss? Scheiße, das darf nicht. Ma. Dann muss ich ernsthaft die Viecher da alle dann draußen... Egal, egal, ich mach das irgendwie. Ja, das muss ich jetzt ernsthaft gucken, wie ich das mach. Ups, so. Reicht voll. So. Den Sand. Okay, jetzt mache ich aber erstmal hier im Haus weiter. Da habe ich die Fackeln schon. Habe ich hier noch nicht. Beziehungsweise ich mache die hier hin. So. Reicht. So. Dann. Was brauche ich dann noch? Wir können auch die Bögen zusammen machen, ne? Ach so, was geht nicht? Das wäre auch mal cool. Ja, ich weiß nicht. So, jetzt haben wir fast einen ganzen Bogen. Naja. Da jetzt ein dritter Bogen dazukommt und das dann noch mehr aufhält auf einmal oder irgendwie anders. Ist ja eigentlich egal. So. Bam. Und hier. Aber das müsste eigentlich funktionieren. So habe ich es in dem Video auch gesehen. So. Dann kurz gucken. Ja, genau, da sind noch Setzlinge. Sehr schön. Bla bla bla. Warte, brauchen wir irgendwie bestimmtes Holzsorten? Verschiedene. Nö, das ist gut, weil wir haben ja verschiedene Setzlinge bekommen. Vielleicht wäre es eine Aufgabe gewesen oder so. Aber ist keine, ja, dann ist das ja gut. Oh, da mal. Achso, ja, das Zucker ist abgefallen. Mann. Dann mache ich es doch so. Dann mache ich es doch so hier. Hier kann ich es ja so machen. Dass es nicht vereist.
Beim Zucker raus ist halt irgendwie wichtig, glaube ich. So. Machen wir es einfach hier jetzt. Ja, machen wir hier das einfach hier alles mal zu. Beziehungsweise auch mal noch hier. Ich mache einfach jetzt die Slabs leer, sozusagen. Sieht zwar irgendwie überscheiße aus, aber scheiß drauf, so. Und dann nochmal zwei. So. Egal. Dann setze ich das wieder hin. So, alles klar. Dann wachse mal schön. Gut. Haben wir noch irgendwas? Bis auf das Glas jetzt, so. Irgendwas noch zu machen? Ja, das mit dem Gras dann, ne? Das wird das Problem. Dass das Gras da rein muss, damit sich die Schafe halt hier vollfressen können. Also, dass sie immer wieder Wolle bekommen. An sich brauchen wir es ja gar nicht, aber. Obwohl, ja, an sich brauchen wir es echt nicht. Das ist echt ein doofer Aufwand, da die Tiere wieder einzufangen. Das dauert alles viel zu lang. Und jetzt reicht das Glas wieder nicht ganz. Ah, Mano. Hätte doch reichen können. So. So, und dann nochmal hoch. So, perfekt. Scheiß drauf, sieht kacke aus. Mir egal. So, gut. Dann können wir die Kisten auch irgendwann mal irgendwie nicht reintun. Scheißegal. Okay. Sonne. Boah, das blendet schon heftig. Egal. Hier passiert aber auch nichts. Oder dauert Kaktus so lange zu wachsen? Ich habe keine Ahnung. Dich noch wegmachen. Dich dann hier hinsetzen. Je mehr, desto besser. Desto schneller kriegen wir die Bücher zusammen. So, aber ich muss die Kühe weiter vermehren. Knutscht euch. Kuhbabys. Jetzt mach! Wo ist es? Da. Gut. So, hier will ich alle. Hier muss ich noch zumachen, stimmt. Dreck. Vielleicht geht's ja hier drunter. Das wär's ja. So, mein Schaf, du bleibst mal schön da. So, vielleicht geht's ja hier drunter. Vielleicht, wer weiß. Ich weiß es nicht. Scheißegal. Und wenn, dann ist es auch egal. Die Schafe brauchen wir eigentlich ja nicht. So, gut. Dann wollte ich. Ja, die Diamanten da unten. Ja, okay. Was haben wir noch? Den Turm, da könnten wir auch noch irgendwann dann mal hin. Die Tierfarm. Falle. Nö, das ist eh optional. Muss man nicht machen. Also, warte mal, dann lösche ich das gleich mal. Oder ich lasse es einfach. Aber es steht optional dran, also machen wir es nicht. Weil ich echt keinen Plan hatte. Eine Tierfalle, das ist doch voll dumm. Die Tiere spawnen doch auch hier. Schon okay. Also, uns fehlt noch eine Kiste. Aber ich glaube halt, dass die hier ist. Aber. Ja, da graben wir uns dann einfach erst in der nächsten Folge hin, weil das ist jetzt zu weit schon in der Folge drin. Monsterfalle wird da anscheinend auch gebaut. Ich habe keine Ahnung. Oder kann man da gut bauen? Ich weiß es nicht. Schreibt mir mal noch Tipps dann. Oder. Obwohl noch nicht. Erst wenn wir beim Tower sind. Könnt ihr mal schreiben, wie man jetzt eine Monsterfalle dort bauen könnte. Ich glaube nämlich, da ist es dann echt besser. Aber egal. Ach genau. Das Haus haben wir fertig. Das hier. So, das Haus ist fertig. Okay. Gut.
Dann würde ich eigentlich sagen, war es das auch schon von dieser Folge von Forever Alone Island. Wir haben ein bisschen was geschafft, geht natürlich. Aber ja, gibt natürlich mal Folgen, wo man was vorbereiten muss, wo man halt dann nicht so viel schafft und dann Folgen, wo man wieder extrem viel schafft. Okay, alles klar, dann würde ich sagen, was ist von der Folge? Wir sehen uns in der nächsten Folge von Forever Alone Island. Das war's. Ciao, Leute.